Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Insbesondere in den Alpen ist es üblich, dass Wanderwege über Weideland führen. Das hat den großen Wert, dass Menschen einen emotionalen Bezug zu Grünland-Ökosystemen entwickeln können und besser den Wert dieser bedrohten Lebensräume verinnerlichen. Leider passiert es aber auch, dass eine Person sich nicht entsprechend der Würde des Ortes verhält, sondern sich den Weidetieren aufdringlich nähert, als wäre es die Pflicht der Tiere, den Menschen immer und überall zum Kuscheln zur Verfügung zu stehen. So ein unangemessenes Verhalten hat gelegentlich schon Menschen das Leben gekostet. Das wollen wir doch vermeiden. Wer Erfahrung mit Kühen hat und weiß, wie man mit ihnen umgeht, kann sich annähern, immer mit dem notwendigen Gespür für die Situation. Aber alle anderen sind gut beraten, eine gewisse Distanz zu wahren. Eine Kuhweide dient der Nahrungsproduktion und der Pflege von Landschaften großer Biodiversität und ist beim besten Willen kein Streichelzoo. Lebende Tiere sind keine Püppchen. Besonders gefährlich können Mutterkühe sein. Tierentfremdete Städter nähern sich Kälbern, um ihnen Körperkontakt aufzuzwingen. Und schon erwacht der beschützende Mutterinstinkt der Kuh. Und vielleicht ist es dann um den Menschen geschehen. Und wer ist schuld? Einzig und allein der Mensch, der sich nicht um die Bedürfnisse der Tiere schert. Es ist ein Skandal, wenn die Rechtsprechung die Schuld auf den Tierhalter abwälzt. Da werden die Tiere zu Spielzeug degradiert. Auch auf Schaf- und Ziegenweiden sollte man darauf gefasst sein, dass Böcke manchmal angriffslustig sind. Mich hat mal unser eigener Ziegenbock zu Boden geworfen. Wer über Weiden gehen will, sollte sich auf jeden Fall vorher über angemessenes Verhalten informieren. Wer daran kein Interesse hat, gehört nicht auf eine bestoßene Weide. Die Weiden gehören in erster Linie den Weidetieren, zudem den Gräsern, Schmetterlingen, Heuschrecken und anderen Mitgliedern dieser Biozönosen. Menschen, die Erholung suchen oder über Ökologie lernen wollen, sind geduldet, haben aber nicht das Sagen. Wer boshafte Lügen über die Landwirtschaft und ihre Produkte verbreitet, etwa Milch enthalte Antibiotika oder Kühe würden dauerschwanger gehalten, auch wer den Kühen die Hauptschuld am Klimawandel zuspricht, ist im Gelände der realen Landwirtschaft unerwünscht wegen mangelnder Wertschätzung für die Ökosysteme und diejenigen Vier- und Zweibeiner, denen wir sie verdanken, und sollte bitte die Spaziergänge auf Supermärkte beschränken. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr durch Wiesen und Weiden spaziert oder wandert, unterstützt ihr die Grünlandwirtschaft, seid also keine Billigfleischkonsumenten oder Veganer oder ähnliches. Veganer dürfen sowieso nicht auf Grünland, da es von Nutztieren stammt und damit eine nicht vegane Landschaft ist. Veganer und Tiere sind nicht kompatibel. Und da sie Leder und Wolle durch Plastik ersetzen, hinterlassen sie in verstärktem Maße überall Mikroplastik. Die Heilige Allianz von Billigfleischkonsumenten und Veganern trägt Schuld am dramatischen Rückgang dieser wertvollen anthropogenen Ökosysteme. Es wäre paradox und egoistisch, Weideökosysteme zu genießen, gleichzeitig aber diejenigen engagierten Menschen und ihre Weidetiere, denen wir die Landschaften verdanken, für boykottwürdig zu erklären. Man kann nicht einerseits bunte Blumenwiesen und Schmetterlinge sehen wollen, aber andererseits vegan leben. Das ist Heuchelei. Billigfleischkonsumenten sollten in engen Schweineställen spazieren gehen, Veganer in Tofufabriken oder synthetisch gedüngten Monokulturen, jedenfalls nicht in Weideland. Auch wer das hemmungslose Anwachsen der Wolfspopulation in Mitteleuropa begrüßt, sollte nicht auf Weiden spazieren gehen, denn die Beschönigung der Wolfsrisse ist ein grausamer Schlag ins Gesicht der Weidetierhalter und ein klares Ja zur Haltung in engen Ställen. Dazu unten ein Link. Wer auf einer Weide einen Hund dabei hat, und zwar auch in der Nähe einer Schafherde, muss ihn immer an eine kurze Leine nehmen. Nur wenn ein angriffslustiges Rind auf den Hund zukommt, muss man ihn losmachen und seinem Schicksal überlassen, um selber nicht umgerannt zu werden. Auf keinen Fall darf man den Hund auf den Arm nehmen. Das könnte tödlich enden. Eines verantwortungsbewussten Menschen unwürdig ist, über eine Weide zu gehen und sich über die Kuhfladen zu beschweren. Das ist ein sehr veganes Verhalten. Vegan im Sinne von weltfremd und naiv. Manche Leute können sich nicht damit abfinden, dass es sowas Ekliges wie lebende Tiere gibt. Wer keinen Tierkot erträgt, gehört nicht in die Natur.
So eine peinliche Situation kann auftreten, wenn sich Veganer auf nicht veganem Terrain bewegen, mit der Erwartungshaltung, alles hätte sich nach ihren speziellen Bedürfnissen zu richten, Tiere hätten also zu weichen, sobald sie kommen. Diese Veganer mögen doch bitte in ihren Luxuswohnungen bei industriellem Tofu und Margarine bleiben, wo sie sich an sadistischen Videos über Grausamkeiten in der Massentierhaltung aufgallen. Sie gehören ganz sicher nicht auf Weiden. Also, liebe Leute, wenn ihr über eine Weide geht, respektiert die Tiere, ordnet eure eigenen Bedürfnisse denjenigen der Weidetiere, der Wildtiere und der Vegetation unter. Ihr seid nicht die Herren der Welt. Auf der Weide seid ihr Gäste. Wenn ihr euch rücksichtsvoll und einfühlsam verhaltet, könnt ihr gerne kommen und anschauen, was unsere Weidetiere für eine Biodiversität schaffen. Schließlich seid ihr Kunden der Weidewirtschaft und habt damit ein unveräußerliches Recht darauf, den ökologischen Wert eures Konsums mit eigenen Augen zu sehen. Viel Spaß dabei!